Zweieinhalb Stunden hat es gedauert, bis die beiden zur Höchstform auflaufen. Sagt, da kann man nicht spielen. Stefan Effenberg, das jetzt zweimal in Folge praktiziert hat. Aber immer noch zwei Spielbälle für Muster. Schließt sich jetzt ein wenig ein, Stefan Effenberg. Der Rückhand geht auf den direkten Punkt. Thomas Muster beweist seine Kämpferqualitäten und auch seine spielerischen Qualitäten. Abermals hält er seinen Aufschlag, kommt heran auf 4:5, aber nach dem vielleicht letzten Seitenwechsel das Aufschlagrecht bei Stefan Effenberg. Der hat, der Schwede, sein Aufschlagspiel schon lange nicht mehr abgegeben. Zuletzt zum 3:5. Zweimal fast der gleiche Ball. Rückhand-Cross deutlich ins Ausgesetzt. Serviert das Match nach Hause. 40-0, die Faust von Stefan Effenberg, drei Matchbälle. Thomas Muster hatte seine Chancen, er konnte sie nicht nutzen. Noch ist das Spiel natürlich nicht vorbei, aber jetzt müsste schon ein kleines Tenniswunder aus Sicht von Thomas Muster passieren. Das war's, zwei
Stunden 35 Minuten hat es gedauert. Es hat nicht sollen sein für Thomas Muster. Er hat sein Bestes gegeben, keine Frage. Er hat zum ersten Mal einen Satz gegen Stefan Edberg gewonnen. Das wird ihn im Moment wenig trösten, denn er hatte Chancen, um mehr zu erreichen. 5:5 im zweiten Satz, 0:40 gegen den servierenden Stefan Edberg. Und dann noch ein weiterer Breakball für Muster. Alle vier Chancen nicht genutzt. Danach der Schwede Stefan Edberg mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Stark serviert vor allem im dritten Satz. Wenn auch insgesamt sicher nicht die beste Vorstellung von Stefan Edberg hier. Auch solche Spiele muss man überstehen, wenn man ein wahrer Meister seines Faches werden will. Und das ist er ja eigentlich schon lange, Stefan Edberg. Er also im Halbfinale. Wen er dort trifft, das steht immer noch nicht fest. Denn das Spiel zwischen Sergi Bruguera und Goran Ivanisevic, das ist das vierte Halbfinale, das vierte Viertelfinale heute natürlich. Und das wird erst nach diesem Spiel in wenigen Minuten hier auf dem Center Court beginnen. Auch das Spiel könnte eine lange Angelegenheit werden. Also, Thomas Muster wird sich ärgern, kann sich ärgern. Freude natürlich bei Stefan Edberg, der bewiesen hat, dass man auch mit Surf- und Volleyspiel auf Sand erfolgreich sein kann. Sein großes Ziel in diesem Jahr, das hat er einige Male auch hier gesagt, die French Open, die würde er zu gerne gewinnen, um zu beweisen, dass man, wie gesagt, auch mit dem Surf- und Volleyspiel auf langsamem Sandbelag erfolgreich sein kann.